Es ist nicht schwierig, sich auf den Vorredner beziehen, schon gar nicht, wenn er einen persönlich anspricht. Schade, Herr Delius, dass Sie Kollege jetzt gehen. Kollege Delius geht gerade um. Der RBB ist wichtiger als das Parlament. Das ist für einen Piraten natürlich auch eine beachtliche Aussage. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob er nun Pirat ist oder nicht, das entscheiden Sie selber. Es ist immerhin Ihr Fraktionsvorsitzender. Aber die Stigmatisierung ist etwas, was ja Herr Delius, auch wenn er jetzt dem RBB was anderes erzählt, als Thema eingeführt hat. Und ich glaube, wir sollten da gemeinsam drüber nachdenken. Weil die Stigmatisierung ist nichts, was vom Himmel fällt, sondern Stigmatisierung ist etwas, was wir selber machen. Die Stigmatisierung entsteht durch uns, die entsteht durch Menschen. Und wenn wir uns wünschen, dass Menschen nicht stigmatisiert werden, dann sollten wir unser eigenes Handeln überprüfen, ob wir nicht vielleicht selbst das, was wir beklagen, erst herbeiführen. Denn wenn wir uns hinstellen und sagen, es ist eine Stigmatisierung, wenn ein Kind nach der 7. Klasse auf eine Schule kommt, wo es die gleichen Abschlüsse erreichen kann, wo es die gleichen Chancen hat, wo es eine bessere Förderung erhält als auf der Schule, auf der es eben war, wenn wir sagen, dass das eine Niederlage ist, wenn das ein Abschieben ist, dann ist es diese Rhetorik, die erst zur Stigmatisierung führt. Es gibt noch einen anderen Fall in unserem Bildungssystem, wo wir genau den gleichen Fehler machen. Es geht um die Schuleingangsphase. Die Schuleingangsphase, da kommen wir heute zu einer anderen Rederunde noch mal drauf, ist so konstruiert, dass sie 1, 2 oder 3 Jahre dauern kann. Der Wille des Gesetzgebers war es zu sagen, jedes Kind soll seine eigene Zeit bekommen. Und in dem Augenblick, wo dann das passiert, stigmatisieren wir, indem wir sagen, wenn das Kind aber 3 Jahre braucht, dann bleibt es sitzen, dann sind es die Verweiler, dann ist es ganz katastrophal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und das geht gerade an Herrn Delius, der jetzt dem RBB was erzählt, wenn Sie Stigmatisierung meinen, dann betreiben Sie in dem Augenblick die Stigmatisierung erst. Strukturell liegt nämlich keine vor. Strukturelle Stigmatisierung würde vorliegen, wenn die Schule, auf die die Kinder nach der 7. Klasse kommen, weniger Chancen bieten würden. Und Stigmatisierung wäre, wenn es zum Beispiel nur für einen Teil gelten würde, sich einem Probejahr stellen zu müssen, dann würden sie zu Beginn dieses Probejahrs stigmatisiert werden. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache einen Appell an Sie, hören Sie auf, über Stigmatisierung zu reden, weil wenn Sie keine haben wollen, dann schaffen Sie sie rhetorisch bitte nicht erst. Und das ist heute, glaube ich, dreimal passiert, was übrigens für die betroffenen Kindern ein enormes Problem ist. Vielen Dank. Dankeschön.